Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Wir brauchen noch ein bisschen Seil und ein paar Schädel und sind deswegen hier noch ein bisschen unterwegs. Die Fledermäuse schon wieder. Hier haben wir eine Höhle von uns gefunden, die wir erkundet hatten. So, aber da müssten wir jetzt auch langsam. Was? Was ist das Richtige jetzt? Da müsste das Dorf sein. Haben die vielleicht noch ein paar Schädel oder so bekommen? Da ist das Dorf. Ich hoffe, hier ist keiner von den Ureinwohnern. Hier gibt es nochmal Schädel. Ein Schädel. Vicky, ne? Stoff, Stoff, nice. Hier haben wir Seil und noch ein Seil. Okay, Seile können wir nicht mehr tragen. Nee, Outfits brauchen wir nicht. Noch ein Topf. Boah, wie das hier übel am Stinken ist. Habe ich hier nicht noch mehr Stuck? Hier haben wir noch ein paar Koffer. Weg damit. Auf und Snack. Nice. Kann man da hochklettern? Oh geil, hier kann man hochklettern. Aber wir sind jetzt gerade richtig hungrig. Oh, hier gibt's Pfeile, nice. Armbrustbolzen, nice. Wir essen eben Snickers. Und was sagt der Mondstand? Ja, Mitternacht ungefähr. Glaube nicht, dass hier jetzt noch ein paar Ureinwohner kommen hierhin. Ich habe hier schon ein bisschen Schiss. Vor allem jetzt sehe ich hier auch echt gar nichts. Ausgerechnet jetzt kommt der. Warte. Wir schwimmen mal dahin. Ich hab keinen Bock, gegen den jetzt zu kämpfen. Oh, da gibt, hinten gibt es Seile. Wir haben ja schon vier Seile. Kann ich hier drauf? Ja. Wo ist er denn hin? Warte mal, wenn wir das mal auseinandernehmen. Wie viel hat er noch? 0%. Ja. Wo ist denn der Kollege? Ah, toll. Jetzt ist mir nass und ich bin kalt. Ach so, das sind ein paar Boote. Hier.
Sah aber echt schon interessant aus. Ich habe jetzt echt nicht erkannt, was das hier war. So, wir wollen diesen Weg. Aber wir wollen hier jetzt auch nicht von irgendwelchen Ureinwohnern attackiert werden. Hier haben wir wieder so eine Art Weg. Aber wir müssen jetzt eben ganz schnell ein Feuerchen bauen. Denn wir haben wieder Hunger und Durst. So, ein Hasenfell. Ach nö. Bitte sag mir nicht, dass der auch verdorben ist. Den ablegen. Hier einen Schluck trinken. Ich hoffe, der ist nicht verdorben. Verdammt. Warum musste der jetzt ausgerechnet verderben? Doch, wir wechseln auch vielleicht lieber doch zur Axt zurück. Okay, der war gut. Der hat sich nicht beschwert, der Junge. Der war noch gut. Wir ergreifen die Flucht. Ach, wieder eine Höhle. Oh, wie krass unsere Ausdauer momentan ist. Wir wären schon längst normalerweise eigentlich außer Puste. Ich weiß das noch ganz am Anfang, wo wir hier diesen ganzen Weg geflüchtet sind. Wir mussten Minimum dreimal abwarten, bis die Ausdauer wieder voll ist. Ah, scheiße, wir haben auf der anderen Seite da geparkt. Und jetzt haben wir die Ausdauer wieder. Wir konnten einmal quer durch die Insel laufen. So, warte, haben wir? Wir haben nur drei Schädel. Wir brauchen noch einen. Ich hoffe, die haben wieder die Totems aufgestellt. Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Aber es wird wieder hell. Licht brauchen wir wieder nicht. 18 Stickies haben wir. Von 600. Ah, das wird eine Aufgabe. So. Warte mal, jetzt. Wie viele Pistolenteile haben wir jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay, die nicht. Einer fehlt uns. Einer fehlt uns und ich habe keine Ahnung, wo der sein könnte. So. Leiterplatten müsste ich auch mal wieder erholen.
Dö. Boah, wie viele Hammer-Symbole oben sind. Wahnsinn. Sind echt ein bisschen zu viele Baustellen, finde ich. Aber okay, bin ich auch selber schuld. So, dann nur noch die Seile und Schädel unten anbringen. In dem Raum müsste noch einer fehlen. Ja, hier ein Seil. Nice, dann ist der hier auch fertig. So, wie viel Fleisch haben wir? Ein Groß. Können wir den aufhängen? Ne, können wir irgendwie nicht. Okay, warum? Warum können wir den nicht aufhängen? Der ist auch fertig. Ist der fertig? Okay, zwei Seile fehlen uns. Wir haben 22. Die würde ich jetzt eher ungern für benutzen. Benutzen sie, um im Schnee schnell laufen zu können. Wie viele Bolzen haben wir? Armbrustbolzen. Sieht nur nach drei aus. Backbeutel ist leer. Steinbeutel. Bewahrt zusätzliche Steine auf. Können wir auch mal leer machen. Im Beutel. So, und wie viele Steine haben wir noch? Nichts mehr. So, Knochen müssten wir auch noch. Ne, haben wir keine Knochen? Haben wir keine Knochen. Dickies haben wir auch nicht. So, dann Hase. Hier Waschbär. Oder warte, daraus müssen wir noch irgendwas machen können, oder? Haben wir alles erledigt, was Hasenfell angeht? Na, warte mal, genau. Was? Jetzt schon verdorben? Alter, kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein, dass jetzt schon verdorben ist. Fütter die Haie mal damit. So, und dann wollen wir noch mal ein bisschen hier Holzpellen gehen. Oder auf Sticky Jagd, eher gesagt, auch. Stöcker brauchen wir auch jede Menge. Und vom Wald ist da hinten wieder ordentlich was nachgewachsen. Dies gefällt mir sehr. Ich glaube, man muss nicht unbedingt immer schlafen gehen, damit die Bäume nachwachsen. Ich glaube, es reicht auch, wenn man weit genug weg ist. Warte mal, wir haben ja die Leuchtpistole. Okay. Hat sich nicht gelohnt. Wollte unbedingt wissen, was die macht. Aber anscheinend macht die gar nichts.
Ist auch echt enttäuschend. Aber naja, man kann nicht alles haben. Ich würde sagen, wir machen mal so. Haben wir super eingepackt, ne? Dann gehen wir mal hier rüber. Hier sind genug Bäume. Ja, der ist voll nice. Jo. Also, der ist schon. Dann der hier auch noch. So. Dann der hier. Die hier auch noch. Und Ette hier. Dann wechseln wir mal wieder auf den Speer. War mir ganz traurig da hinten. Ich habe auch den ganzen Wald hier geschlachtet. Fast. So. Voll genug. Mir juckt die Nase. Dann können wir auch die Böcker hier schon mal reinpacken. Und so. Und los, alle hopp. Eine können wir auch noch mitnehmen. Oder noch ein paar Stickies. So, wieder hungrig. Na super. Aber wir brauchen Stickies.
Achso, ist schon voll. Ja, dann haben wir uns mal eben eine Schildkröte. So, Mario spielt Call of Duty Modern Warfare. Eine Grüße an dich, Mario. Da kommt einer. Nice. Schmeiß noch mal eine hier drauf. Und können dann das auch schon mal hier drauf packen. So. Er ist noch nicht fertig. Ah, nice. So, wie viele Baumstämme liegen da eigentlich noch rum? Ich glaube noch zu viele. Ja, könnte locker noch einmal voll machen. Oder? Liegt hier noch irgendwo einer? Irgendwo? Einer? Ein Baumstamm? Anscheinend hier nicht. Aber dann machen wir mal ein paar Stickies, klar. Sticky. Haben wir hier noch die großen? Und haben jetzt voll. Nice. Wie viele Baumstämme brauchen wir noch? Ach, noch genug. So. Insgesamt noch 14 Baumstämme. Brauchen wir. Das wären knapp bisschen mehr als drei Bäume. Drei Bäume müssten wir noch machen. Ja. Dann nehmen wir halt den hier. Komm, wir nehmen die da hinten. Den. Und. Ach doch, wir nehmen den. Hallo? Und wechseln wieder hier rauf. Komm, schneller.
Ich hoffe, ich habe genug Baumstämme. So, da lag noch einer. Der hier irgendwie wegrollt. Und hier lag noch einer. Dann rein theoretisch bräuchte ich nur noch zwei Baumstämme, dann hätte ich den kompletten, der komplette Boot voll. Aber hier liegen keine mehr. Zumindest sehe ich da keine mehr. Ja, dann geht's wieder zurück. Und den einmal bepacken hier. So. Ja, wird reichen müssen. Es wird reichen müssen. Bis wir wieder zurück sind. Ist hier irgendwie das Wasser wieder voll? Nö. Das heißt, wir müssen hiervon trinken. Oh, die Sonne geht auch schon unter. So, da fliegt ein Vogel. Ich habe kurz gedacht gehabt, was ist das für ein roter Punkt da? So. Ja, ich freue mich, wenn das gleich oben weitergeht, fertiger aussieht. Ja, das Ding müssen wir zuerst fertig kriegen, bevor wir umziehen, falls wir noch umziehen sollten. Oder beziehungsweise, wenn wir anfangen, die Stadt dort hinten zu bauen. Was den Umzug angeht, den Städtebau, würde ich wahrscheinlich eher vorschlagen, den machen wir, wenn wir die Story durch haben und dann nicht auf einen Schlag alles. Sondern, dass das dann eher so hin und wieder mal eine Folge kommt, so. Was aber nicht mehr regelmäßig dann ist, weil ich dann ein neues Projekt dann anfangen werde, sobald die Story durch ist. Und zwar hatte ich geplant gehabt, Raft zu machen, direkt hier nach. Und dann würde ich The Forest halt einfach weitermachen, wenn... Ja, wenn ich einfach mal Bock drauf habe, so, da kann man hin und wieder neue Folgen dazukommen. So ist dann nicht mehr regelmäßig. Aber ab dem Moment, wo wir halt dann die Story durch haben, wo wir unseren Sohn Timmy wiedergefunden haben, ab da dann erst.
So, dann ab nach oben. So, das da machen wir noch fertig. Ja, die Stöcker hier schon mal. Den Dingensten. Und dann, wenn das hier fertig ist, brauche ich ja nur noch 10 Stück. Fangen wir von hier langsam immer mehr in diese Richtung an, alles fertig zu machen. Jetzt war ein paar Folgen dauern, bis es fertig ist, aber das werden wir auf jeden Fall noch vor Ende der Story durchhaben. Nice, der ist fertig. Können wir mit den beiden und mal hier oben die Schutzpfeiler machen. Boah. Sieht schon geil aus, finde ich, wenn das so ist. Können wir aber jetzt hier auch die Hütte oben drauf machen. Eigene Wand einmal. So, Unterkünfte. Da eigene Wand. So, aber wir machen das hier weg. Das hier weg. Das hier weg. Das hier weg. Und das hier weg. Und dann würde ich sagen, nee, wir machen. Kann ich hier anklippen? Anscheinend ja nicht. Machen wir das bis hierhin. Hat doch hier gerade angeklippt. Nein, nicht nach unten. Bis. Hallo. Ah, machen wir bis hier. So. Und dann bis hierhin. Da. Nice. Und dann kommt hier eine Tür hin, die aber bitte von innen abgeschlossen werden kann. Hier auch eine, auch von innen. Hier ein Fenster, da ein Fenster. Hier ein Fenster, da kann man nichts machen. Und hier nochmal eine Tür. Hier noch ein Fenster und hier noch ein Fenster und hier noch ein Fenster. Dann muss hier noch ein nicht Knochenzaun, sondern Stockzaun hin. So, aber ich will. Ah, der erkennt, dass hier Ende für den. Der muss hier weg. Hier ist richtig. Hier aber nicht, was den Stockzaun angeht. Egal, wir gehen jetzt schon mal runter. Müssen eben was snacken und dann ab ins Bett. Ja, komm. So. Ich sehe, sind wir auch schon bei 35 Minuten. Ich will sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.